Hi, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr in Minecraft ganz einfach mit ein paar Commands Tags adden könnt, wie zum Beispiel YouTube. Das geht auf allen Servern und Welten ab der 1.13 und in allen Formen und Farben, wie hier zum Beispiel Live oder AFK. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Also als erstes brauchen wir ein paar Commands, die wir in den Chat angeben. Die sind alle unter dem Video kommentiert, die findet ihr da auch. Und deswegen brauchen wir als erstes den /team-add-Command und dann euren Namen von dem Tag. Bei mir mache ich das jetzt mit dem YouTube-Tag. Und danach kommt der zweite Command, das ist der Team-Modify. Und hier seht ihr auch schon einen langen gelben Text und das ist nämlich, wie das Tag im Endeffekt aussieht. Das heißt, bei mir ist das YouTube mit Color Dark Red. Und da gibt es nicht viele Farben, aber da könnt ihr nach den Minecraft-Farben googeln. Oder die schreibe ich euch am besten nochmal in die Videobeschreibung. Und hier auf jeden Fall habe ich YouTube mit Dark Red. Und das, den Befehl führe ich aus und da seht ihr auch schon, wie das dann im Endeffekt aussieht. Den Tag an sich habe ich jetzt aber noch nicht. Dafür muss ich den Team Join, das heißt Team Join YouTube, und jetzt habe ich das Tag auch schon bekommen. Den /Team-Befehl kann aber nicht jeder auf dem Server machen, das können nur die Operators machen. Deswegen müssen wir dafür einen /Trigger-Command machen und den umleiten auf den Team-Command. Das heißt, wir brauchen ein Trigger-Objective, das machen wir mit Scoreboard-Objectives add und dann wieder euer Tag-Namen und Trigger. Den Befehl findet ihr natürlich auch wieder in den Kommentaren. Das Objective wurde geaddet und jetzt brauchen wir Command-Blöcke und dafür geht ihr in den Chat und gebt ein give und dann p oder euren Namen und dann com, tab, dann wird das Auto gefällt und ihr kriegt den Command-Block, den setzt ihr und müsst dann den auf Repeat und aufs Active stellen einmal und auf Chain, dazu komme ich jetzt, und die habe ich schon vorbereitet hier. Und die müsst ihr platzieren in den ersten, in den lilanen, kommt dieser folgende Command. Und da müsst ihr hier den Namen ändern zu eurem Tag, das ihr haben wolltet. Und der lilane muss in den ersten grün zeigen. Und der erste grüne hat folgenden Command. Hier müsst ihr wieder euren Namen ändern zu eurem, also das YouTube müsst ihr ändern zu eurem Tag. Und in dem dritten ist der Command drin. Und die sind alle auf Chain und Always Active. Und der hier ist auf Repeat und Always Active. Und die müssen alle so zeigen ineinander. Und jetzt funktioniert das auch schon. Und ich kann eingeben /Trigger YouTube. Und würde jetzt das Tag bekommen, wenn ich das Team einmal leave. Habe ich das Tag nicht mehr. Und wenn ich das Trigger, bin ich im Team und habe das YouTube Tag. Das funktioniert nur für das YouTube Tag. Ich habe jetzt schon mal ein paar mehr Tags geaddet, die seht ihr hier rechts, wie zum Beispiel das AFK-Tag oder das Live-Tag, und so sieht es aus, wenn man eben keinen Tag hat, logisch. Und die Command-Blocks dementsprechend aufgestellt, das heißt, ich habe nochmal 3 pro Team aufgestellt und das hier dann geändert zu AFK und Live jeweils und auch das Team geaddet und den Trigger, genauso wie ich es vorhin gemacht habe. Und so könnt ihr auch mehrere Tags machen und das dann noch ändern. Das heißt, ihr könnt, oder jeder kann /Trigger AFK, Live oder alle Tags, die ihr geaddet habt, eingeben und dementsprechend ändert sich dann das Tag. Ich habe auch noch verschiedene Formen gemacht. Ich gehe mal wieder zurück ins YouTube und zum Beispiel so oder eben klassisch so. Das sind zwei verschiedene /Team Modify Commands. Da müsst ihr wieder die Farbe und den Namen ändern, aber die werde ich euch auch noch mal unter dem Video kommentieren. Und das war's auch schon. So kann sich jeder Spieler verschiedene Tags geben. Jetzt kommen wir aber noch dazu, wie man das Tag wieder entfernt, und dazu brauchen wir noch einen neuen Trigger. Und das funktioniert ganz ähnlich, das heißt, wir brauchen wieder einen Trigger. Den erstellen wir mit Scoreboard-Objectives no Tag und dann Trigger. Das ist der Command, um das hinzuzufügen. Team brauchen wir nicht, weil wir wollen ja einfach nur aus dem Team austreten. Wir brauchen aber wieder 3 Command-Blöcke und die habe ich wieder vorbereitet und die stelle ich auf und zeige einmal, welche Commands hier drin sind. Das ist einmal der hier, könnt ihr euch kopieren mit hier dem No-Tag und hier auch wieder No-Tag und No-Tag, und der fängt mit Execute an. Und der dritte ist so, und wenn ich jetzt gerade im YouTube-Team bin, kann ich jetzt Trigger No-Tag eingeben und ich habe keinen Tag mehr. Das war es doch schon mit dem Video. Hier rechts seht ihr nochmal die Farbcodes, die ihr verwenden könnt.
Ansonsten hoffe ich, dass bei euch alles funktioniert. Wenn nicht, dann schreibt gerne einen Kommentar oder schaut bei mir auf dem Discord vorbei, falls ihr Hilfe braucht. Viel Spaß beim Zocken!